Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Habes neue Augen. Oh, das wird gerade richtig spannend. Wir sollen... jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ihm folgen, der vorhin noch hier war. Also quasi zum Ende der letzten Folge. Gott, was ist denn hier alles los? Monitore, Abhöranlagen. Boah. Ja gut, es ist dringend, es ist eilig, wir sollen ihm folgen. Nicht trödeln. Na los. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie er noch heißt. Wie ist er da eigentlich wieder rausgekommen? Garrett. Wir folgen jetzt Garrett. Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje. Aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass sie diese Aufsässigkeit in ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Okay, hinterher. So, zum Hintergarten bitte. Da wartet ja auch die Edna auf uns. Als Lily den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. No. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Mit der toten Taube. mal gucken. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine das ist gut. Höhle am Moorsee also. Lily versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Toll, und er geht weg. Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache! Amüsiere uns! Nazi-Vampire im Hintergarten. Garrett hat es mir empfohlen. Nee, das können wir nicht sagen. Es ist alles Edna schuld. Das geht nicht. Das ist unsere beste Freundin. Dr. Marcel ist böse. Ja, das stimmt allerdings. Bären für die Oberen. Ja, wir können sagen, wir haben Bären für die Oberen gesammelt. Wir haben ja auch Bären im Inventar. Das dauert mir zu lange. What the fuck? War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Ach du Scheiße. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. What the fuck? Woogie, Woogie. Totale Gehirnwäsche. Woogie. Ha! Woogie! In der Tat! Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lily, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Woogie. Das Chaos, Lily. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kick. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten.
Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Nope. Oh. Nope. Ich will keinen Tee servieren. Na gut. Teekanne. Psst, Lilly. Upsala. Ja, Teetasse erst. Lilly. Was los? In einigen der Tassen waren Bissspuren. Der Beruhigungstee schien nicht gut zu wirken. Dieser Tee war bereits fertig gekocht. Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die Oberin... Das war der Beruhig... Vielleicht sollte sie die Mark... Ja, ich soll doch Teetassen und Tee servieren, oder nicht? Psst, Lilly! So. Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier. Nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen, finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Okay, so, wir haben den Tollkirschenextrakt. Aber den in die Teekanne. Das Serum reichte nur für eine Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Gut, Teetasse. Erst muss diesmal wollte Lilly. Ach Mann. So, Teekanne. Teetassen. Teekanne, Teetasse. So, und da kommt jetzt das Wahrheitsserum rein. So, und die Wahrheitstasse geben wir der Frau Oberin. Lilly, du
ungeschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es... Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee. Ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Tolkischen in den Tee? Ja, gut, dann holen wir uns noch eine neue Tasse. So, geht doch, warum nicht gleich so? So. Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Lilly vermutet zumindest einen... Jetzt mussten sie... Lilly ver... Zumindest... Jetzt mu... Darf ich rausgehen? Lol. Ich darf sogar rausgehen. Okay, dann hängen wir den... mal an den Haken. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Du Scheiße. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung. Oh, scheiß jemand an. So, Wahrheitstee. Frau Oberin. Na endlich. Es wurde ja auch Zeit. Dummes Ki. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Oh ja. Sie ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Du Scheiße. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Kühl. Starb bei dem Versuch. Super. Ach, schön. Das gibt es doch nicht. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Gut, dann raus hier. Und wo ist das? Hier? Warte mal. Oh, da ist eine Fackel. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wenn wir die jetzt nehmen und die Fackel da reinstecken. Eine brennende Fackel hätte leider war Lilly wart. Okay. Dann müssen wir die am Kamin anzünden. Was? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten.
Irgendetwas Seltsames geschah hier. Was? Wie will die denn uns hin? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas... Warte mal. Da war doch noch diese komische Puppe da, ne? Wir müssen sie mitnehmen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Der lustige Hase mit den Leuchten. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Okay. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Okay. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Okay. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Okay. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Okay. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Na gut. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ja, das wissen wir doch. Was ist mit Dr. Marcel? Was ist jetzt los? Oh, Zotti. Was habe ich dir nur angetan? Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Die Erwachsenen schienen Lilly. Okay. Gemälde. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Ja. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssen dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutze einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert, und vernichte ihn. Das heißt, wir können jetzt die Puppe mitnehmen, jetzt. Oh. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Weiß ich. Woogie. Du Scheiße. Was zur Hölle? Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Okay, und was wir hier erleben in der Welt der Trance, das erfahren wir in der nächsten Folge bei Harveys Neue Augen. Bis dahin, tschüss. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Aber nur, wenn ihr wollt. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin auch bei Facebook und bei Twitter. Die Links dazu alle in der Videobeschreibung. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, cheerio.